Hallo und willkommen beim Erzgebirge 80. Heute gibt es neue Videos. Was schauen wir uns dieses Mal an? Wir schauen uns diesmal etwas von Samsung an, und zwar das Samsung Galaxy Book 3. Das ist der Einstieg in die Galaxy Book Reihe. Und ja, schaut es euch an und lernt ein bisschen neue Technik kennen. Galaxy Book 3, das ist das Einsteigermodell. Wir wollen uns natürlich auch mal anschauen, was kann es, was hat es für Anschlüsse. Wir haben ja außen ein schönes graphitfarbenes Gehäuse. Es wirklich macht was her. Da gibt es auch nichts jetzt zu mäkeln. Hinten ist ein bisschen Kunststoff. Ansonsten ist es ein Metallgehäuse. Das heißt, es ist auch in der Summe sehr verwindungssteif. Ja, wir schauen es uns mal so ein bisschen an. Was hat Samsung reingebaut? Samsung hat hier an der Seite mehrere Anschlüsse. Ja. Dann haben wir dann entsprechend einen USB-C-Anschluss. Der ist fürs Laden da. Blau sieht es aus, ist diese kleine LED, die wird blau, wenn es geladen ist. Orange, wenn es noch lädt. Ein vollwertiger HDMI-Anschluss. Das ist sehr lobenswert. Ein entsprechender USB-A-Anschluss, alles USB-Generation 3.2 und ein USB-C auch Generation 3.2. Ja, rechte Seite, wie sieht's da aus? Dasselbe nochmal, ne? USB-A Generation 3.2, Kensington Lock, ein Headphone-Check und ein Slot für... Ich habe jetzt eine drin, eine Micro-SD. Also das ist alles drin. Ansonsten keine weiteren Anschlüsse. Ja. Wenn man es aufklappt, seht ihr wirklich ein großes 15 Zoll Display. Also ganz genau ist es 15,6 Zoll. Wir haben eine vollwertige Tastatur. Die ist allerdings leider nicht beleuchtet. Also das fehlt im Basismodell. Das ist dann den Premium-Modellen vorbehalten. Aber die hat, ich sage jetzt, wenn ich jetzt hier das ein bisschen rumklappe, ihr seht das vielleicht trotzdem, jetzt wird es ein bisschen dunkler. Das hat so das Gefühl, als wenn es manchmal ein bisschen wie leicht reflektiert oder sehr leicht reflektierend ist, das weiß. Das heißt, der Bildschirm selber ist im Normalfall schon in der Lage, wenn er an ist, die Buchstaben ein bisschen aufzuhellen. Also in der Summe muss ich sagen, eine sehr schöne, flüssige Tastatur. Anschlagspunkte gut, ein bisschen hart vielleicht vom Schreibgefühl, aber okay, das ist ein bisschen schwergängig für den Anschlag. Ihr habt aber entsprechend noch einen Nummernblock dazu. Es gibt Modelle mit Fingerprint-Reader hier oben drin. Bei mir ist das nur der An- und Aus-Button. Wir starten das dann auch gleich mal. Das möchte ich euch auch zeigen. Aber für mich erstmal wichtig, wir gucken uns erstmal so ein bisschen das Ganze noch an. Das heißt, da habe ich eine vollwertige Tastatur. Entsprechend alles dabei. Funktionstasten, das läuft wie eine 1. Der Bildschirm, das ist ein 15,6 Zoll Display, Full LED Display. 1920 mal 1080 Pixel Anti-Glare, das heißt, das ist matt, das finde ich mal wirklich schön, das ist was, wo ich sage, finde ich gerade im Büroalltag oder im Unterwegsalltag sehr, sehr praktisch. Ja, da kann man sagen, das ist gut. 1,57 Kilogramm machen es natürlich dann manchmal schon nicht mehr ganz so schön im Alltag, ne? Aber man kann nicht immer alles haben, manches passt. Hier oben haben wir eine 720p Kamera verbaut. Es ist einfache, normale HD. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ihr habt
zweimal Stereo-Lautsprecher verbaut, das Ganze verfügt über Dolby Atmos. Bei dünnen Laptops bin ich immer ehrlich, wo soll der Bass herkommen, wo soll das Ganze herkommen? Also bitte erwartet nicht allzu viel. Na? Ja, jetzt wollen wir es natürlich auch mal stoppen und lassen es mal anlaufen. Und ihr seht, es reagiert sehr schnell. Verbaut ist hier ein Windows 11. Und wie gesagt, man gibt nur eine PIN ein und schon das Gerät da. Also das ist wirklich Startzeit wahnsinnig schnell. Da gibt es nicht, ja, ich habe hier noch ein Telefon verbinden. Das ist in der Nähe. Ansonsten Windows 11, ihr habt das Normale drauf. Es könnte auch ein Pro drauf laufen, das ist kein Thema. Es ist Wi-Fi 6, das heißt Wi-Fi AX ist hier vorhanden. Bluetooth in der Variante 5.1. Also das Gerät ist auch im Alltag mit allen Dingen und Konnektivitäten gegeben. Ihr habt in dem Modell nur 8 GB RAM verbaut. Der RAM, das ist auch wichtig, ist hier nicht upgradefähig. Das heißt, ihr habt hier keine Chance, was an RAM-Riegel reinzubasteln. Das ist alles verlötet. Was ihr machen könnt, das Gerät hat eine Festplatte mit 256 GB. Und es ist noch ein zweiter Slot vorhanden. Das will ich in einem späteren Video gerne mal zeigen. Wie rüste ich das Gerät dann entsprechend auf? Ja, das ist für mich vielleicht ein Hinweis noch. Da kommt noch mal was, aber ansonsten das Gerät läuft wie eine 1. Beim Prozessor, naja, da müssen wir halt jetzt auch ehrlich und realistisch zueinander sein. Es ist ein aktueller Prozessor, top aktuell. Das heißt, wir haben einen Intel Core i3 1315U. Das heißt, der Prozessor kann, wenn er im langsamen Tempo gemächlich unterwegs ist, mit seiner 6 Kerne hat er 2x1,2 GHz und 4x0,9 GHz. Er kann die aber auch hochtakten auf 2x4,5 GHz. Plus dann 4x3,3 GHz. L3 Cache, 10 MB. Das heißt, hier ist die Nutzbarkeit im Prozessor alles da. Das heißt, hier könnt ihr wirklich auch noch ein paar mittelprächtige, anspruchsvolle Arbeiten umsetzen. Man muss allerdings auch Realist sein und sagen, erwartet bitte nichts. Das ist kein Gaming-PC, das ist ein PC für den Arbeitsalltag und fürs Schreiben. Wir können das ja mal so machen. Ihr seht, die Maus relativ, also das Touchpad ist sehr, sehr zuverlässig. Die 8 lässt sich einfach steuern. Also das geht sehr gut. Und wir können ja einfach mal eine kurze Schreibprobe machen. Einfach mal, damit ihr seht, was geht und was geht nicht. Das ist jetzt auf dunkel eingestellt. Ihr könnt mich auch hell einstellen. Das ist eure Entscheidung. Ich habe meistens den Dark Mode für mich. Es lässt sich sehr schön schreiben. Es ist relativ leise, die Tastatur. Im Anschlag, wie gesagt, sie geht ein bisschen schwer. Das würde ich ein bisschen bemängeln fürs 10 Finger schreiben. Aber ansonsten sehr angenehm im Tippverhalten. Ihr habt ein schönes Schrift- und Schreibbild, wenn ihr das nutzt. Also es ist wirklich schön zu schreiben damit. Aber was ihr machen könnt, das ist sowas Geniales. Man kann hier normal seine Apps natürlich installieren, die mir das kennen. Und ihr habt den sogenannten Amazon App Store. Das heißt, dieses Gerät ist in der Lage, auch Android-Apps auszuführen. Das heißt, hier ist die Möglichkeit, die sich manche schon gewünscht hat. Es gibt im Amazon App Store nicht alle Apps, aber viele. Ich kann es nur empfehlen. Das ist für mich ein großer Gewinn. Manche Dinge sind wirklich damit nochmal schöner und besser in der Umsetzung.
Viele Apps hat Samsung selbst mitgebracht. Second Screen mit einem Tablet zusammen, Screen Recorder, Samsung Galaxy als Bild, Sammel-App. Es ist alles da. Ich muss das wirklich sagen, es ist vieles manchmal überbordend. Regelmäßig braucht man dann seine großen Updates. Aber wenn man es sinnvoll macht, muss man einfach sagen, gibt es kein großartiges Problem. Also man kann sehr schnell damit arbeiten, sehr gut damit arbeiten. Ihr könnt natürlich auch, das bietet die Firma Samsung an und auch Microsoft in der Kooperation. Das heißt, das SmartLink, das heißt, man hat ein Galaxy-Smartphone, wenn es ideal ist. Die erkennen sich untereinander sehr, sehr schnell und sehr gut. Und dann hat man in dem Moment sofort ein in sich geschlossenes System. Das heißt, der stellt den Hotspot her, der Rechner verbindet sich, also für mobiles Arbeiten ideal geeignet. Die Bedienung von Windows 11 möchte ich jetzt hier nicht auch ins Detail gehen. Es ist gewöhnungsbedürftig, der eine oder andere mag es nicht. Viele sagen, ich will mein 10er noch haben. Viele schreien, ich will mein Windows 10 haben. Ich persönlich bin mit dem 11er sehr zufrieden im normalen Arbeitsalltag. Ich kann es sehr schätzen. Es ist aber was anderes. Man muss es halt immer wissen. Es ist nicht überall immer das Gleiche. Ja, ansonsten, ihr habt die Desktops. Das ist ja auch, was hier auch geht. Was, wo man sagt, wenn man eine App hängt bleibt, dann wechselt halt ein Desktop. Macht zwar anders über die Seite neu auf oder schließt, macht was ihr wollt. Alles schick. So, machen es mal groß. Drehen mal entsprechend den Ton natürlich auf. Und schau mal an. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Ernst80. Ja, ihr seht, Qualität gut, Bildqualität ist in 1080p. Ich kann hier natürlich nicht irgendwo noch nach oben jubeln, das bringt mir in dem Moment ja nichts. Aber 1080p mit 60 Frames kann er locker und das ist das, wo ich sage, da macht es ja natürlich auch Spaß. Ich könnte jetzt hier hoch auf 2060 auf 4K-Video, wie wir es haben. Gibt der Bildschirm aber ja gar nicht, ja. Das wäre ja Quatsch. Ja, Sound habt ihr gehört, es geht, es ist gut, aber ist natürlich nicht so basslastig. Das gibt dieses dünne Gehäuse natürlich nicht her. Ja, wir haben, was noch wichtig ist vielleicht, das Ganze mit einem 54 Wattstunden Akku versehen. Das heißt, hier ist es so, dass man wirklich sagen muss, der Akku ist relativ groß, da braucht man ein Stück, bis er dann durchmals leer wird. Laden kann man das Ganze relativ zügig mit einem 45 Watt USB-C Ladeadapter, den Samsung seitenmäßig dazulegt. Finde ich sehr gut. Was liefert Samsung uns noch mit? Das muss ich jetzt vielleicht bitte dazu sagen. Gerade Word, Excel, was ich euch gezeigt habe, das müsst ihr euch selber erwerben. Das ist im Lieferumfang nicht dabei. Aber es gibt ganz viele Dinge, und zwar Live-Wallpaper ist dabei bei dem Gerät. Samsung Gallery, Quick Search, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, Second Screen, Samsung Pass, Quick Share, Private Share, Galaxy Book Experience und auch Galaxy Book Smart Switch. Also das ist das, was so im groben Rahmen immer mit dabei ist, wenn ihr das Gerät erwerbt. Braucht man das alles? Ich sag mal ja, man braucht es, es macht das Leben um ein Vielfaches einfacher und ich muss auch ehrlich sein, ich würde es nicht vermissen und wollen, denn
ist doch schön, wenn ich alles gleich fertig drauf habe auf dem Rechner und nicht fünfmal losrennen muss. Feedback gibt es auch für das Samsung Galaxy Book 3. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein tolles Stück Technik. Ich mag es im Alltag wirklich sehr. Ihr habt mit dem Galaxy Book 3 ein Gerät, was eigentlich alles kann, was ihr braucht. Also ihr könnt damit einen Brief schreiben, ihr könnt damit im Internet surfen, ihr könnt damit Videos anschauen. Der separate Android App Store läuft drauf. Also es ist so viele Dinge, die damit funktionieren. Es ist kein High-End-Gerät. Von der Innenausstattung. Von außen ja. Da ist alles da, was ihr braucht. Aber er kann halt ein paar Dinge nicht. Es gibt so kleine Details, die ich vermisse. Das ist der Fingerprint Reader. Den gibt es einfach nicht. Es ist keine beleuchtete Tastatur da. Habt eine hohe Anzahl Anschlüssen, das ist alles schick, aber Micro-SD-Kartenreader, warum kein richtiger SD-Kartenreader? Das hätte ich mir gewünscht. Es sind so Details, die ja das Leben hätten noch besser machen können und die das Leben hätten auch schicker und besser gemacht. Deshalb, meine lieben Freunde, ist alles drin, was ihr braucht. Aber es ist halt auch nur eine Intel UHD-Grafik, die kleine. Es ist immer wieder ein Stückchen gespart. Und deshalb muss ich sagen, hier kann ich keine 100% fürs Gerät geben. Beim Preis muss ich jetzt sagen, für das, was ich natürlich geboten bekomme, da bin ich wiederum top zufrieden. Der Preis ist wirklich heiß. Das heißt, wir schauen es uns einfach mal ganz genau an und sagen, wo kommen wir hin, wo kommen wir her. Bei der Technik liegen wir bei 85%. Nicht ganz top, aber es ist alles okay. Beim Preis komme ich auf 100%, denn das Gerät kann eins, es kann preistechnisch überzeugen. Ihr habt also ein Einsteigergerät in der guten Mittelklasse. Das heißt, es ist ein Einsteigergerät, was wirklich was hermacht, mit einem Metallgehäuse. Es sieht gut aus. Ich kann es empfehlen, in der Graphitfarbe, wie man es zu kaufen bekommt, sieht es wirklich auch total schick aus. Es macht richtig was her, aber es ist halt, und das ist der Nachteil, nicht komplett ausgestattet. Wir werden uns hier demnächst nochmal anschauen, und zwar zu diesem Gerät. Werden wir uns wahrscheinlich nochmal ein Upgrade-Video anschauen. Ich will mir das mal angucken. Das Gerät hat einen zweiten SSD-Slot. Und diesen zweiten SSD-Slot, den will ich mir noch zunutze machen. Mit nutze ich ja den Micro-SD noch mit. Und da will ich ein bisschen weg. Denn das ist ein Hemmnis bei der Geschwindigkeit. Und alles, was Speed kostet, ist ja in der Klasse, wo man schon eh keinen fixen Prozessor hat, nochmal für Nachteil. Deshalb. Hier gibt es vielleicht noch ein zusätzliches Video, also schaut euch einfach mal um, wer sich das Gerät kauft, kriegt hier vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr Input von mir. Ansonsten, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ganz sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch freuen, was auch immer ihr hier machen wollt. Ihr seid mir herzlichst willkommen. Kommentare, Nachrichten, ihr kennt mich, ihr könnt schreiben, ich antworte. Ja, also, deshalb. So long und bis zum nächsten Mal, euer Erzgebirge 80, euer Matthias.
Thank you.